Wir brauchen mehr Energie und diese Sonne hat sie. Deswegen wurde das Konstruktionsschiff losgeschickt. Hier Energie zu sammeln. Da Stationen zu bauen, die das tun. System Survey complete. Der Ausbau geht weiter gut voran. Flottenausbau muss ich jetzt erstmal stoppen. Und mit denen aber mal losfliegen. Um hier aufzuräumen weiter. Construction complete. 2-6er-Flotte müsste das klappen. Oh, eine Vorläuferentdeckung. Mehrere Rekruten unserer Bodentruppen haben kürzlich im Rahmen eines Überlebenstrainings an einem Absprung aus großer Höhe auf die Oberfläche von Tier 2 teilgenommen. Als die Rekruten 2 Monate später wieder abgeholt wurden, berichtete einer von ihnen über Funde, die darauf hinweisen, dass auf dieser Welt vor langer Zeit eine uralte Vorläuferzivilisation vertreten war. Das sollten wir untersuchen. Wir haben keinen mit der Fähigkeit 5 oder mehr. Hier denn bei uns im Raum? Incoming Transmission. Research complete. Die Asgard hätten gern Jurand-Kristalle und würden uns Garatium-Kristalle dafür geben. Trefferpunkte Hülle. Das klingt doch besser. Da stimme ich zu. Celtec wird uns Mineralien dafür geben. Da lehne ich ab. Neue Forschung, einfaches Jägergeschwader, sehr gut. Darauf habe ich gewartet. Trefferpunkte Hülle nochmal verstärkt. Klingt cool, nehmen wir. Vielleicht gibt es das ja sogar schon bei uns irgendwo im Reich. System Survey complete. Wieder ein System erkundet. Ich würde eigentlich mal losschicken, um System hier. System Survey complete. Machen wir mal. Gucken mal, wie die sich da schlägt. Boah, teile ich aber noch einen Anführer zu. Moment. Lebensdauer, Unterhaltskosten der Schiffe. Die nehme ich. Eigentlich hätte das jetzt sinken müssen. Ist aber gestiegen. 2,9. Mal, wie die sich jetzt gegen die Piraten da schlägt. Oder Minen. Alte Minenkooperation. System Survey complete. Hostile Fleet engaged. Okay, das sind 2 Flotten. Bin gespannt. Sieht bisher nicht so gut aus, und sind ein bisschen viel. Incoming Transmission. Und es kommen noch mehr. Oh oh. Wir können uns zurückziehen. Das waren zu viele. Das waren deutlich zu viele. So, wieder ein Handelsangebot. Die Asgard, ein Forschungsabkommen. Und wir zahlen denen noch Mineralien. Da stimme ich zu. Das ist eine tolle Sache. So, Kampfstatistik. Die haben uralte Zerstörer. Davon haben wir 5 haben sie verloren. Auch also noch mehr Energieschaden haben sie jede Menge zugefügt. Wir haben einen Kreuzer verloren von 10. Wenn die Flotte wieder eintrifft. Die ganze Flotte reparieren. Soll repariert werden. Mal gucken. Ein neues Angebot. Kaldari wollen uns... Kinetikwaffen, die interessieren uns nicht. Und Energiekredits interessieren uns auch nicht. Kaldari wäre natürlich eine große Streitmacht. So, wir haben wieder plus ein Energiekredit. Das ist doch schon mal super. Das Schiff ist da angekommen und baut weiter. Lass mal die Zeit mal weiterlaufen. Das ist natürlich krass, dass die so stark mittlerweile schon sind. Oh, neue Anomalie gefunden. Auf diesem unwirtlichen Fels gibt es Anzeichen für Aktivitäten des uralten irasianischen Konkordats. Sofort erforschen. Da möchte ich wissen, was da hinten los ist.
Doch, da wird noch repariert. Doch, der ist repariert. Commonwealth wird uns 403 geben, das lehne ich ab. Kann ich vielleicht irgendwen dazu holen, um einen Krieg gegen Yalenta einzugreifen? Moment. Die Trümmer kann ich nicht erforschen, das geht nicht. The victory screen lists certain conditions that we can strive to fulfill. Gut. Wem sind wir denn überlegen? Wen sind wir überlegen? Was sind die mit den... Wo sind sie denn, die Galente? Da. Die sind uns überlegen, aber nicht mehr so stark. Flottenstärke ist überlegen. Technologiestufe ist ebenbürtig. Wir haben die Grenzen für sehr viele geschlossen. Auch wenn wir die übernehmen könnten, wir müssen dafür natürlich unsere Flotte stark ausbauen. Richtig stark ausbauen. Ich hab das erstmal repariert. Ja, cool, wenn wir... Oh. Lassen ist irasianisches Schiff. Vor über 1 Million Jahren wurde ein irasianischer Kreuzer in einer engen Umlaufbahn um Dojak aufgegeben. Das sich langsam drehende Schiff zeigt keine offenkundigen Anzeichen für Waffenschäden. Außerdem sind sämtliche Rettungskapseln vorhanden. Wie zu erwarten, können aus dem Schiffsrumpf keine Energiesignaturen erfasst werden. Bemerkenswert. Aufgegebener Kreuzer. Es wäre cool, wenn wir die mal... Den können wir zum Beispiel... Moment. Forschungsschiff. Ist die sauer. Na dann. Liegen wir doch einfach mal... Nein, Situationsprotokoll. Gehe zu. Dann kann ich jetzt der Sauer sagen, sie soll das mal erforschen. Die ist ja eh gerade im System. Gut. Wo wurde denn die Konstruktion? Da wurde die abgeschlossen, oder was? Ne, auf dem Planeten. Uns unsere Planeten nochmal an. Da können wir ausbauen. Hier müssen wir noch irgendwas hinbauen. Silo hilft uns nicht weiter. Ja, was bauen wir da hin? Ich würde ja am liebsten hier so ein Hydrofarm hinbauen, nicht Hydrofarm. Eine Veredelungsanlage. Dann brauchen wir erst den Außenposten. Mal gucken, vielleicht wird der eher fertig und dann können wir das machen. Auf der Erde können wir auch nochmal einmal ausbauen. Research complete. Stopp! Eine Kriegserklärung, Bruderschaft von Nord gegen Commonwealth. Oh, das könnte spannend werden. So, Garantiumabbau ist jetzt auch erforscht. Verbessert das Jägergeschwader können wir jetzt erforschen. Wir haben noch nicht mal Träger erforscht. Ich glaube, wir forschen lieber jetzt mal die, das Ingenieurlabor 2. Die Forschung vorantreiben. Das klingt sinnvoller. System Survey complete. Ja, ein System erkundet. Oh. Uns haben Bericht erreicht, dass das Mineralverarbeitungszentrum im Cell-Madak-System vernichtet worden ist. Seine bedeutenden Lagermodule voller Rohre und verarbeiteter Mineralien. Minerale wurden dabei abgesprengt und sich in den Asteroidengürtel von gestürzt. Jackpot, ja. Keine Ahnung, wo das war, aber. Das ist doch super. Und noch mit einem im Plus, das ist gut. 6000er Flotte hat er mittlerweile. Puh. Vorläuferentdeckung. Die abgefangenen Funksprüche einer unabhängigen Schürfergruppe weisen darauf hin, dass sie kürzlich auf Trappe ist, bereits von einer uralten Vorläuferzivilisation gefunden hat. Ihr Aberlauge zwang sie dazu, den Planet zu verlassen. Was sie gefunden haben, muss sich also immer noch dort befinden. Das sollten wir auf jeden Fall untersuchen. Wo denn? Macht die denn? Mit aufgegebenen Kreuzer. Okay.
Lass mal das erstmal weitermachen. Special Project complete. Im irassianischen Kreuz im Orbit um Dodak finden sich die sterblichen Überreste seiner gesamten Besatzung. Die meisten von ihnen starben an der javorianischen Pocken, die später zum Aussterben der Irassianer führen sollten. Einige Besatzungsmitglieder aber wurden bei dem Versuch, die Rettungskapseln zu erreichen, von Wachsoldaten niedergeschossen. Den geborgenen Protokolldateien zufolge gab der Kapitän strenge Befehle aus, um das Schiff nach dem offensichtlichen Ausbruch der Seuche unter Quarantäne zu stellen. Ein interessanter Fund. Dann können wir jetzt das Forschungsschiff nämlich hier hinschicken. Das führt jetzt den Befehl aus. Gut. Haben wir das schon mal erledigt? Oh, wir haben wieder genug Tradition gesammelt, um das nächste zu freizustellen. Was sollen wir dafür nehmen? Armeeschaden, Planet abtreten. Wohlstand sollte ich vielleicht ausbauen. Die haben wir ja schon voll ausgebaut. Ja, komm, nehmen wir die transstellaren Konzerne. Ja. Terraforming 33 reduziert. 33%. Ja, natürlich cool, wenn wir jetzt mal andere Planeten noch besiedeln könnten, aber solche Forschungen sind leider noch nicht gekommen. Die aride Welt da vor allem interessiert mich. Oder die beiden hier. Aber leider klappt das bisher noch nicht. Auf die Forschung warten. Oh. System Survey complete. Die Amar haben den Mimitan Friedensangebot geschickt. Complete. Construction complete. Stopp. Stopp. Was haben wir denn noch für Anomalien? Er kann eigentlich weiterfliegen. Der kann hier noch Forschungsstationen bauen. Genau. Nochmal die Planeten durch. Hier sieht's gut aus. Privates Kolonieschiff ist noch günstiger, es kostet uns nur Energie. Keine Mineralien mehr. Oh, wir haben Arbeitslosigkeit, da muss ich jetzt zuerst eingreifen. Stopp. Hier können wir schön ausbauen. Da bauen wir natürlich ein Physiklabor hin. Ja, und hier muss ich jetzt irgendwas bauen. Oh, dieser böse Doppelklick. Meine Maus nervt echt etwas. Die Mineralveredelungsanlage baue ich dahin. Dann ist der nicht mehr arbeitslos. Wie sieht's hier aus? Da können wir auch das mal verbessern. Auf der Erde? Da nicht. Gut. Besserung in Auftrag gegeben. Flotte baue ich noch nicht weiter aus. Construction complete. Konstruktion da unten ist abgeschlossen. Da können wir jetzt nichts weiter ändern. Kann ich noch irgendwo was ausbauen? Derzeit nicht so aus. Hier könnte ich vielleicht. Also nee. Nee, wir müssen erst einen Außenposten wieder bauen. Das ist mir zu teuer. Habe ich die Energie nicht für. Dann lasse ich ihn erstmal stehen. Gespannt, was das Forschungsschiff hier rausfindet. Gesäuberte Welt. Dass die uralte irassianische Kolonie Trappist massiv aus dem Orbit bombardiert worden ist, erkennt man auf den ersten Blick. Selbst aus dem Weltraum sind die riesigen Krater zu sehen, die sich dort befinden, wo vor knapp 1,2 Millionen Jahren die Bevölkerungszentren des Planeten lagen. Wenige Überlebenden der anfänglichen Bombardierung ertragen kurz darauf den javorianischen Pocken, die auf den meisten irassianischen Welten wüteten. Hm. Situation Log updated. Das hat ihnen ja nicht viel gebracht, dann. Bombardierte Kolonie. Dann soll er die gleich mal weiter erforschen. Bin ich gespannt, was er da rausfindet. So, jetzt kann ich die Flotte weiter ausbauen. Wie ich gerade sehe, haben wir wieder genug. Können die Kreuzer gebaut werden? Die Flotte kann zur Erde zurückkehren. Damit sie Schiffe gleich aufnehmen kann.
Da ist das Forschungsschiff unterwegs. Konstruktionsschiff kann gerade nicht viel tun. Forschung schreitet voran. Mit denen echt gern besiegen. Und die beiden. Special Project complete. System Survey complete. Unsere archäologische Expedition hat aus den Ruinen eines Horchposts auf Trappist eine Kommunikationsprotokoll geborgen. Es gibt den Inhalt einer Übertragung zwischen dem Kommandeur einer irassianischen Flotte im Orbit und ihrem Flottenhauptquartier auf Irassia wieder. Der Kommandeur hinterfragt seine Befehle, die Kolonie von allem Leben zu säubern und die Verbreitung der Pocken zu verhindern. Das Protokoll endet zwar vor der Lösung des Problems, aber die Befehle wurden offensichtlich ausgeführt. Ein interessanter Fund. So, Forschungsschiff. Was kannst du als nächstes erforschen? Was haben wir noch Gutes hier? Anomalie, Stufe 3, Trümmerfeld. Erforsch das doch mal bitte. Research complete. Stopp. Ingenieurlabor wird endlich im. Explosivwaffen plus 5. Mit Mikroprozessoren werden die verbessert. Schlachtschiff könnte ich aber auch. Ah, das ist jetzt schwierig. Oder aber ein Abbau und dieser Kinetikwaffe interessieren uns nicht so. Das hier ist natürlich richtig stark. 5% mehr Schaden. Oder aber Schlachtschiff. Schlachtschiffe wären natürlich noch cooler. Schlachtschiffe würden uns auch helfen. Dann könnte die ganze Flotte wieder modernisieren. Oh Gott. Muss ich wieder alle zerstören? Schwierige Frage. Aber ich nehme erstmal Schlachtschiffe. Wir müssen größer, stärkere Flotte kriegen. Uns für den Krieg bereit machen, damit wir Alpha Centauri und Sirius zurückholen. Construction complete. Erstmal wieder zur Erde. System Survey complete. Construction complete. System wurde erkundet. Oh, ein Dimensionsloch. Galileo hat eigentlich noch hat es nie ganz nach FL 88 geschafft, um die umgebenden Anomalien zu studieren. Als das Schiff mit dem Wissenschaftsoffizier Claudia Sauer und seiner Besatzung durch das Trümmerfeld flog, wird es einfach auf zu existieren. Nur Minuten später wieder aufzutauchen. Claudia Sauer berichtet, dass sie sich kurzzeitig in einer Art extradimensionalen Weltraum befunden haben. Dort sahen sie, dass von zahllosen Alienschiffen umgeben waren, die in einer anscheinend endlosen Leere hingen. Bevor die Besatzung ihre Position ermitteln konnte, verblasste die Vision abrupt. Sie fanden sich im regulären Weltraum wieder. Leider aber fehlte die Hälfte der Besatzung. Wissenschaftsoffizier Claudia Sauer vermutet, dass sie in diesem merkwürdigen Weltraum von einem unerkannten Mechanismus gezielt gefangen worden sind. Oh, es hört sich sehr gefährlich an. Das klingt wirklich nicht gut. Was tun wir denn da? Da wir die Flotte eigentlich gerade nicht brauchen, könnte ich die eigentlich auf einen Selbstmordtrip dagegen die Drohnen schicken. Das Forschungsschiff könnte ich losschicken. Ah, hier ist noch eine. Dann soll Frau Sauer sich doch mal dieses kleine Objekt in der Umlaufbahn angucken. Ich glaube, das mache ich. Erde. Nein, so nicht. The government screen presents us with information. Legen wir zusammen. So. 3300. Mal gucken, ob die es jetzt schaffen, hier aufzuräumen. Was soll ich sie erst hier hinschicken? Ich schick die erst hier oben hin. Sollen erst da aufräumen. Das nicht? Schicken wir zuerst dorthin. Incoming Transmission. Oh, ein Angebot. Gas, Trefferpunkte, Schilde. Und die geben uns Mineralien. Hm.
Das nehme ich an. Klingt gut. Aber wieder Kampf, das sollte ja eigentlich gut ausgehen. Schauen wir mal, was passiert. Bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.